Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind hier in Folge, jetzt wird schwer, 370, glaube, von Simotrans mit dem Pack 128 German. Da wollen wir mal reinschauen. Ich habe einen Kommentar gekriegt von der Tante Mimi alias Melanie, oder sagt man Melanie alias Tante Mimi, ich weiß es nicht. Und da wollen wir gleich mal gucken, was wir davon machen können oder nicht machen können oder was wir da mal drüber reden. Ich würde sagen, nach dem Intro lesen wir mal diese Litanei vor. Bis gleich. So, also, die Tante Mimi hat schon mal einiges geschrieben. Auf den neuen Stadtlinien in der letzten Folge hast du, glaube ich, noch gar keinen Post-LKW. Also, wenn das hier in Lauter die Linie war, da habe ich definitiv einen LKW ja draufgesetzt. Einfach aus dem Grund, weil hier oben, hier war das, glaube ich, da sind schon 9 Sack Post drauf. Das heißt, da muss auch ein LKW sein. Lassen wir mal weiterlaufen. Dann steht da noch so ganz vieles. Meine Firma macht gerade Minus. Wir schauen mal, wie weit das mit dem Minus aussieht. Ja, wir haben da unten natürlich eine 144 Millionen stehen. Aber wenn wir hier hingucken, dann sehen wir, dass meine Firma in dem Sinne nicht unbedingt Minus macht, weil die Marge, die ist immer schön über Null. Und wenn die über Null ist, das bedeutet, wir machen eigentlich Plus. Das wird natürlich da unten mehr, einfach aus dem Grunde, weil wir Fahrzeugwert mehr kriegen immer. Ne? Wir kaufen ja was und so. Und das ist dann der Punkt, dass man natürlich, wenn man was kauft, auch mehr Wert hat. Und deswegen sind hier immer noch Gesamtvermögen 58 Millionen wir können natürlich gucken, dass wir da mal auf Null kommen und schwarze Zahlen insgesamt haben. Das könnte man sicherlich machen, muss man aber nicht. Dann war das, dass du Tante Mimi geschrieben hast, dass ich Linien gemacht habe. Ich weiß jetzt natürlich nicht wo, ne? Hier ist zum Beispiel ein Zug, der fährt ja natürlich von A nach B. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier irgendwo... Hier habe ich aber gar keine Personenverkehre gemacht. Hier sind ja nur Dinge, ich sag schon, Güter, die ich da transportiere. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, auch hier ist das so. Hier sind auch nur landwirtschaftliche Güter. Klar, die Anwohner von A nach B oder von Stadt... Die wollen arbeiten oder wohnen in... die wohnen in Stadt A und B, und wenn ich da natürlich verbinde, ist klar, dass die da hinfahren. Aber schwierig jetzt das nachzugucken alles, ne? Aber wie gesagt, ich finde, wir sind da gut unterwegs, ne? Hier steht natürlich ein Zug, der wartet auf Beladung. Da müssen wir, wir können ja gleich dann nochmal reingucken in die Liste, ne? Was haben wir denn noch hier stehen? Das mit Stadt A und B ist klar. Was mir aufgefallen ist, dass du über Landstraßen immer, ich baue die Straßen grundsätzlich, weil es ist hier auch Linie, ne, Dingens hier, Tante Mimi, 160 km/h, du hast 200 geschrieben, ich weiß jetzt nicht, wo die 200 sind. Die 200 weiß ich, dass ich die hier oben bei einem Intercity gemacht habe, ne? Nee, sogar 350, weil die ja schneller fahren können. So ein bisschen achte ich da drauf, aber bestimmt nicht überall. Das ist schon richtig. Aber eigentlich sehe ich zu, dass ich nicht jetzt so, ne, vielleicht neuererweise, kann das sein? Nee, da ist auch 160. Jetzt ist schwierig, das zu sehen, wo das ist, ne? Da fährt ja jetzt sowieso nur einer da, ne? Aber hier, diese Straßen habe ich zum Beispiel gebaut, das stimmt. Und die werden wahrscheinlich 100 km/h sein. Ist bestimmt der Sache geschuldet, dass ich grundsätzlich immer 100 km/h fahren will. Ne? Mit dem Auto auch, weil man das auf der Landstraße macht, so an der Realität genommen. Aber eigentlich hast du recht, die LKWs hier, oder? Die fahren 80 nur, dieser hier zum Beispiel. Ne? Das ist richtig. Und wenn da mal ein Bus fährst, hast du auch geschrieben, dann ist das halt auch so, dass es das nur dieser eine Bus ja nichts bringt. Ne? Warte, das, der steht da, jetzt auch 80 km/h. Ich hätte da definitiv 80er Straßen machen können. Da hätten wir Geld gespart. Weil die Unterhaltskosten, warte, wir können das ja, da können wir das nicht sehen, Unterhaltskosten. Die, 80er Straße ist jetzt tatsächlich nicht hier, Tante Mimi. Hier sind nur 50er und 100er, dann macht das mit den 80ern keinen Sinn. Ich sehe jetzt leider keine andere. Und klar, die kostet 40, die 50er kostet 24, ne? Aber 80 habe ich hier leider gar nicht. Das sind Brücken, ne? Also das muss ich dir dann sagen, da war das Pack, was du vielleicht hast, das könnte natürlich andere Straßen haben, das könnte sein. Aber hier ist das in diesem Fall nicht so. 200er Autobahn habe ich jetzt nicht gebaut, das wüsste ich. Gut, dann sind wir da auch schon mit durch mit den 100 km/h. Die 200er Schienen, wie gesagt, habe ich jetzt hier in diesem Bereich jetzt nicht gesehen. Habe hier aber eigentlich diese Schienen alle gebaut. Ne? Hier waren noch vielleicht welche, sind aber auch 160 km/h. Und
Ich meine auch, dass die Züge, also dieser jetzt hier bestimmt, der fährt sogar nur 140. Das ist ein Talent oder ein Flirt oder wie der heißt. Der fährt sogar nur 120. Okay, da ist es dann mit 160 in Anführungsstrichen schon überdimensioniert, ist richtig. Aber okay, gehen wir weiter. Viel Gemecker, sorry, das ist kein Gemecker. Das ist konstruktive Kritik und das finde ich gut. Das Pack ist natürlich kein leichtes Pack, klar, das könnte auch sein, aber ich glaube, wir haben gerade das Comic-Pack 06, was doch noch schwieriger ist wie dieses hier. Weil das ist hier so ein Selbstläufer momentan, finde ich. Das sieht man ja hier dran, ne? 17% ne? Marge, das läuft eigentlich, ne? Da müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Hattest du noch was, Zuckerrübenfabrik, Andifan? Ja, ich habe ja auch nicht alles angeschaut, oder ich schließe alles an auf Dauer. Das dauert aber einige Folgen. Und wenn ich mir jetzt so eine Zuckerrübenfabrik da nehme und gucke, dass ich die dann anschließe, dass das nachher bis zur Gaststätte der Zucker läuft oder sowas, dann ist das halt so eine Warenkette, die ich anschließe. Und das mache ich dann durch und das ist, nehme ich mir die Zeit für. Und das ist ja auch ganz herausfordern, wie du glaube auch geschrieben hattest, dass es eine Herausforderung ist, das zu machen. Klar, aber das ist halt der Spaß daran und das ist ja auch so ein bisschen chillen hier, kann man da und sowas bauen, das ist ja kein Actionspiel oder sowas, aber das geht. wo haben wir noch was? Ja, welche Mühle, das mit den Namen hast du geschrieben, richtig. Also ich könnte jetzt natürlich hier die Kohlebergwerk Mettingen 1950 ist unwahrscheinlich langer Name, könnte man jetzt kurz machen, lauter Kohlebergwerk 1 oder sowas. Ich bin aber nicht der Fan davon, das da alles umzubenennen, weil das ist jetzt da vorgegeben und passt eigentlich. Und man könnte, klar, das Rathaus ist, glaube ich, ja sowieso eine Rathaushaltestelle, gibt es ja immer, weiß ich gar nicht, wo die jetzt hier liegt, hier müsste die irgendwo sein. Mittelgebirgsrathaus heißt es hier jetzt, könnte man nur Rathaus nennen oder hier ist irgendwo Hauptbahnhof und Nebenbahnhof und Westbahnhof und Ostbahnhof, das könnte man natürlich auch machen, klar, die Umbenennung, aber ist überhaupt nicht mein Ding, sowas umzubenennen, das ist schon mit den Linien umbenennen, ist schon mein Ding nicht sozusagen, das mache ich zwar auch und ja, es ist, ich glaube, bei dem neuen Comic Let's Play, da mache ich das, meine ich, dass ich auch die Art der Transporte da hinschreibe, aber das ist auch nicht immer richtig, wie wenn hier oben, das ist ja eine Buslinie sozusagen und gleichzeitig auch die Postlinie. Also eigentlich ist es nur sinnig, von A nach B zu schreiben, wo die da hinfahren. Das macht eigentlich Sinn. Alles andere sehe ich jetzt nicht so an, dass das Sinn macht, weil ja, es ist erstmal eine Holzlinie, aber nachher wird aus der Holzlinie vielleicht irgendwie noch eine zweite Linie, weil da noch ein zweites Produkt dann läuft oder sowas. Deswegen ist das für mich so, das habe ich aufgegeben mit dem, was es transportiert, mit anzugeben eigentlich. Manchmal mache ich das dann oder sowas, weil das vielleicht doch eine Uni-Geschichte, Unikat-Geschichte ist, so wie hier jetzt, ne, Getreidehof, der wird wahrscheinlich nur Getreide durch die Gegend fahren. Das ist so. Haben wir noch was? Das mit den Umbenennen hatten wir. Ja, und wie du im letzten Satz schreibst, wenn du erstmal in so einem Spiel drin bist, hast du das so verinnerlicht über, keine Ahnung, 200, 370 Folgen, dass du eigentlich da so drin bist und ja, es ist schwierig. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn man das sich anguckt und das macht einen Unterschied, wie wenn du es selber eingibst, meine ich. Also wenn du selber so eine Linie reintippst oder du guckst dir nur zu, dann verinnerst du das nicht so stark. Also wenn man selber das baut und sowas, dann hat man das schon mehr. Und das behält man auch im Hinterkopf. Also bei Simotrans ist das auf jeden Fall so. Ich habe ja so ein OpenTTD da irgendwo am Laufen. Das ist so, merke ich schon nicht so cool, glaube ich, wie dieses Spiel. Ich finde dieses doch tatsächlich cooler, weil hier ist es so, die Fahrgäste haben ein Ziel, wo sie hinwollen und da fahren sie hin. Und ich glaube, bei OpenTTD habe ich jetzt gesehen, ist das so, die fahren einfach bis zur nächsten Bushaltestelle und steigen da wieder aus und alles ist gut. Und das finde ich dann nicht so toll, muss ich sagen. Aber naja, wenn ihr wollt, könnt ihr das mal gucken. Habe ich allerdings nicht auf YouTube hochgeladen, sondern auf tubetechnics.de heißt die Seite, glaube ich. Wenn er Facebook, Twitter oder Patreon oder wie heißt das andere, sag schon, die Plattform da nach Mastodon und ist bei mir aber auf dem Kanal oben rechts zu sehen im Bild. Da sind ja die Verlinkungen auch und da könnt ihr sehen, wo das ist. Da findet ihr dann auch das von OpenTTD. Okay. Viel Geschwafel und halbe Folge schon rum sozusagen. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier noch weiter passiert, damit wir vorankommen, ne? Also, ja, Kali-Bergwerk, shit gut, ist alles da, läuft, ne? Wartet. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da weiterkommen. Ich glaube, wir hatten jetzt aber erstmal Erweiterungen gemacht. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr hier, wo wir waren und wo wir nicht waren. Hab's
habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber diese sind alle ab. Ich glaube, Floto ist auch nichts außerhalb und hier war, glaube ich, auch nichts außerhalb. Ne, sieht auch abgedeckt aus. Nehmen wir mal die Karte, gehen nach Riedenburg, schauen Riedenburg an. Ist nicht alles abgedeckt. Hier ist eine Fläche, da können wir eine Bushaltestelle bauen. Ist bestimmt ein Trainingsgelände für Rechtsabbieger oder so hier. Und jetzt müssen wir gucken. Bushaltestelle ist hier, drei Felder weiter. Eins, zwei, drei Felder weiter. Das heißt, hier und hier muss eine Straße sein, dass wir da eine Haltestelle hinkriegen. Stadtstraße mache ich ja immer 50, ne? So, eins, zwei, ja, passt. Hier kommt diese Haltestelle dann hin. Und dahinter noch der Postkasten. Das decke ich immer so ab, ne? Das ist so Tradition, hätte ich jetzt gesagt, ne? Gut, und dann müssen wir gucken, dass wir den Bus hier erreichen. Welche Linie ist das? Verbindung. Stadtbus Riedenburg West. Hat der noch Kapazitäten? Ja, einen können wir da noch draufsetzen, glaube ich. Das ging, wenn ich durchzähle, war das mal, der Michael Friedrich hat das gesagt, von A bis F sollte man das machen. Also das ist Bushaltestelle A, B, C, D, E und F. Da können wir noch einen zulegen dann. Das heißt, wir müssen. Achso, da muss ich doch hier rein. Das war schon richtig. Fahrplan dann. Rathaus. Zuerst müssen wir zum Rathaus Bahnhof. Ah, okay. Das war mal wieder BASD, ne? Das war falsch. Das ist hier die Haltestelle, ne? Ja. Und dann machen wir diese Haltestelle und dann haben wir das alle drin. Gut, dann haben wir das auch schon angeschlossen in Riedenburg. Weiter geht's nach Hadexen und Altenau. Hadexen hier oben. Zirkuszelt oder ist das? Ja. Also hier fehlt es auch noch eine Haltestelle, die dann dooferweise hier so sitzt und da ganz schlecht sitzt. Ja, 50 Stadtstraße, ne? Ja, die kriege ich jetzt nicht abgedeckt mit der Bahn da im Weg. Machen wir so. Und so. Und ich glaube, hier rüber, über zwei Gleise war das ja bei Simotrans, wächst die Stadt nicht, ne? Aber hier oben sieht man schon, wie viel da noch los ist. Oh, da ist gar nicht richtig angeschlossen, sehe ich gerade. Da. So, jetzt ist richtig angeschlossen. Jetzt haben wir den abgedeckt. Jetzt müssen wir natürlich schauen, welcher Bus verkehrt denn hier und hat der noch Kapazitäten frei zum Linienaufnehmen. Gastwirtschaft. Achso, Haltestelle. Hier ist die Linie. Wieso ist denn hier Ahornallee und dann da Schildstraße? Die Linie ist doch gar nicht passend. Hier fehlt doch immer das Zurückfahren, oder? Ach, das ist. Aha. Das ist gleichzeitig auch eine Straßenbahnlinie, ne? Lass uns mal gerade gucken. Ist das eine Straßenbahnlinie? Ne, ist sie eigentlich nicht. Da passt doch was nicht dann, oder? Ah ne, das ist nur eine Haltestelle, die auch eine Straßenbahn versorgt. Okay. Aber Hadexen-Ahornstraße ist eigentlich immer das Ziel, wo sie wieder hinfährt, ne? Oder haben wir das hier mal anders? Ah ne, hier haben wir das, glaube ich, anders, ne? Oder? Nee. Da ist ja auch die Ahornstraße. Also da. Aber ich lasse das mal so, weil das läuft jetzt so. H6-Ost lassen wir so. Das wäre jetzt. Hier muss ja auch noch was passieren, ne? Da ist ja auch gewachsen. Lass uns mal gerade erstmal schauen, wie wir das versorgen. Eins, zwei, drei. Dann ist das hier. Diese zwei müssten eine Straße ergeben. Nach da ist doof. Also machen wir das so, denke ich. Machen eine Haltestelle dahin. Ist das passend? Ja, ne? Ja, ich glaube schon.
Und den Postkasten daneben ist das richtig abgedeckt. Und da oben ist natürlich einer drin, der da nicht reinpasste. Das bedeutet schon wieder, dass da oben auch noch eine Straße hin muss, ne? 1, 2, 3 ist klar. Das heißt, sie muss hier auf dieser Linie sein und... ist das da? Ja. Das heißt, das muss so angebunden werden wohl. Dann kommt der dahin und der dahin. Und dann ist das auch abgedeckt. Nicht schön, aber selten, ne? So, und dann müssen wir eine neue Linie haben. Das ist unser Stadtbus Hardexen Ostland, nennen wir das mal. Du hast es schwer. Hast alle ja, stopp. Du bist nur 12-mal voll im Jahr. Alexa, stopp. So, dann haben wir die Haltestelle da. Das ist die Linie. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Ahornstraße war hier so ein Hauptmerkpunkt. Ja, komm, das machen wir auch. Der bleibt so. Der noch und der kommt nach da oben noch. Fertig. Dann haben wir da schon ein paar Linien, ne? So, sehr gut. Dann brauchen wir jetzt noch das Depot. Oh, da weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Hier neben der Dingens, war das ein Straßenbahndepot oder war das Maschinenfabrik? War hier neben, ne, das war das Straßenbahndepot daneben, oder? Ist es da? Ne, ist das Busdepot. Okay, dann passt das doch. Ja, den da, ne? Stadtbus Hardexen. Ostland war das. Wo ist denn Ostland jetzt hier geblieben? Hat das nicht geklappt hier? Und das ist die Linie. Wir haben die nicht umbenannt. Oder doch? Eigentlich habe ich die umbenannt. Schauen wir mal gerade da drauf. Fahrplan. Ja, das ist er. Irgendwas hat da nicht geklappt. Wahrscheinlich die Enter-Taste nicht gedrückt. Jetzt hat er es umbenannt. Hat er sofort geschnallt. Und wir fahren da mit einem Bus erstmal. So, dann haben wir das da auch in Hardexen Ost. Allerdings ist hier auch irgendwie noch was falsch, ne? Weil das ist auch noch eine Stelle, wo es Passagieraufkommen gibt. Da hat es mit der Buslinie hier irgendwie nicht geklappt, oder? Ja, das ist irgendwie falsch gelaufen jetzt. Das ist das Rathaus, ne? Ja. Aber vorm Rathaus ist doch eigentlich auch eine Bushaltestelle eigentlich immer, oder? Vertue ich mich da? Komisch. Komisch, dass die da nicht mehr da ist. Naja, ach komm, das eine, das lassen wir jetzt so. Bleibt erstmal so. Gucken wir weiter, weiter. Altenau. Ist, und Hardexen hier auf dieser Seite hat es nix. Das ist da glaube ich auch neu, das Gebäude, ne? Und hier, das ist bestimmt drinnen, ne, oder? Schwer zu beurteilen. Ach ja, die Bushaltestelle sitzt direkt daneben. Dann ist das auch abgedeckt. Das ist alles abgedeckt. Hier sind die natürlich wahnsinnig in die Höhe am Bauen, weil die keinen Platz hier haben, wie man sieht, ne? Deswegen wandert das nach oben anstatt in die Fläche. Hier unten wird noch was gehen, aber ne, hier sehen wir sehr klar, dass diese Linie dafür da ist, dass Altenau, obwohl Altenau ist ja auch hier. Weiß ich jetzt gar nicht.
Denn das gehört doch zu Altenau, ne? Aber steht jetzt Hadexen da? Nee. Ach, die Bushaltestelle hier ist es, die nach Altenau gehört. Okay, aber die Stadt ist hier, das müsste alles Altenau sein, ne? Nee, das gehört zu Altenau, das gehört nicht zu Dingens. Okay, schwierig zu beurteilen hier. Da steht Altenau Ost, ja. Ist da halt so, ne? Gut. Jetzt schauen wir nochmal gerade nach hier unten. Adenau. Ist das abgedeckt? Das ist ja so eine schöne Reißbrettstadt, hätte ich jetzt gesagt, ne? Aber das ist alles drin. Und dann haben wir hier unten noch Riedenburg. Ne, Radolfzell ist das. Radolfzell ist komplett abgedeckt. Hat hier in der Mitte noch Platz für einen Park oder sowas, ne? Also das muss noch wachsen. Und dann haben wir noch Döbeln. Döbeln sieht aber auch gut aus, ne? Ja. Passt. Ich glaube, dann sind wir durch, ne? Oder? Döbeln, Radolfzell, Adenau. Ja, haben wir alles. Gut, dann würde ich sagen, nachdem wir hier nochmal reingeguckt haben, 16,0 jetzt anstatt 16,17 oder was das vorhin war, ist ein bisschen runtergegangen, sollte aber nicht das Problem sein. Nächstes Mal schauen wir dann, dass wir die Linie nochmal angucken, wo sich's lohnt, was mit Fahrzeugen weniger zu machen etc. und so fort. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Jetzt bin ich durcheinander, ne? Das klappt ja wieder super gut heute. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht ein... ich glaube, heute ist etwas schwierig. Schreibt einen Kommentar, teilt das Video auf anderen Kanälen. Ich glaube, das war's dann aber, ne? Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.